Mehr Zeit zum Lernen, mehr Zeit zum Leben. G9 zulassen. Unter diesem Motto setzen sich die Freien Wähler für eine Wahlfreiheit zwischen 8- und 9-jährigem Gymnasium in Bayern ein. Unterstützung erhalten sie dabei auch vom Deutschen Philologenverband. Dessen Vorsitzender Heinz-Peter Meidinger fordert ebenfalls eine Alternative zum Turbo-Abitur nach 8 Jahren. Bei einer Informationsveranstaltung der Freie Wähler Landtagsfraktion im niederbayerischen Ergolding bestätigte Meidinger, dass das bayerische Gymnasium trotz mehrfacher Nachbesserungen nicht zur Ruhe komme. Wir wollen keinen Schulkampf um die Frage G8, G9, sondern wir wollen einen Schulkonsens in Bayern zwischen allen Parteien auf der Basis einer generellen Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium, aber der Möglichkeit eben auch dieses 9-jährige Gymnasium in 8 Jahren durchlaufen zu können. Bundesweit sei ein Trend gegen die 8-jährige Gymnasialzeit bemerkbar. Eltern, Lehrer und Schüler lassen laut Meidinger nicht locker. Eine Mehrheit wolle zurück zum G9. Die Politik dürfe den Bevölkerungswillen nicht länger ignorieren. Schließlich könne das G8 die Erwartungen nicht erfüllen. Weder kommen die Jugendlichen früher in den Beruf oder an die Uni. Im Gegenteil, die Lücke zwischen Abitur und Studienbeginn vergrößert sich, weil sich die Jugendlichen noch nicht reif fühlen und erstmal noch ein Auslandsjahr machen, Semester machen. Noch hat sich auch erfüllt, dass der Unterricht effektiver geworden ist, dass sozusagen stärker auf Beruf und Studium vorbereitet wird. Im Gegenteil, wir haben durchaus den Eindruck, dass teilweise auch die Qualität gelitten hat. Das sehen die Freien Wähler genauso. Sie wollen, dass die Schüler im Gymnasium wieder mehr Zeit zum Lernen und zum Leben haben. Mit zahlreichen Anträgen im Bayerischen Landtag versuchte die Fraktion, dies durchzusetzen und scheiterte an der absoluten Mehrheit der CSU. Wir haben jetzt in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr, möchte ich fast sagen, sehr viele parlamentarische Initiativen in den Landtag eingebracht. Wir sind dabei allerdings bei der CSU-Mehrheit auf taube Ohren gestoßen und deswegen mussten wir zu dem Volksbegehren als quasi Ultima Ratio greifen, weil wir haben es auch bei den Studiengebühren gesehen damals, 10 Jahre Diskussion und nur mit Volksbegehren haben wir es geschafft. Nun wollen die Freien Wähler mit Hilfe der Bürger die Wahlfreiheit zwischen 8- und 9-jährigen Gymnasium in Bayern ermöglichen. Der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger zeigt sich zuversichtlich, mit dem Volksbegehren sei man auf der Zielgeraden. Natürlich hat sich hier die Stimmung in der Bevölkerung gewandelt. Vor 1-2 Jahren hat über dieses Thema niemand ernsthaft diskutieren wollen, weil es keiner politisch für möglich gehalten hat, dass man ein 9-jähriges Gymnasium wieder einführt. Und wir haben mit dem Volksbegehren auf alle Fälle Türen aufgebrochen, haben eine Debatte angestoßen und es könnte nicht besser laufen. Durch die Freien Wähler sei Bewegung in die Debatte um das Gymnasium in Bayern gekommen. Dabei stehe immer die Schulfamilie im Mittelpunkt, erklärt Aiwanger. Ideologiefrei, bürgernah und sachbezogen. So werden die Freien Wähler die bayerische Bildungspolitik auch in Zukunft aktiv mitgestalten.